ab erneut. Und wir hatten hier den Schlusskurs. Wir werden jetzt folgendermaßen eine neue Position für diesen Audi-Yen reinlegen. Warum? Ich habe vor ein paar Tagen ein Trade verpasst. Und zwar waren wir long, wir waren short und hier war das Gegensignal. Und ich habe das Gegensignal nicht mitgetradet, weil ich den Trade verpasst habe. Somit bin ich jetzt long und short und jetzt haben wir erneut eine Short-Situation und deswegen werde ich jetzt die Long-Position erstmal nicht rausnehmen. Wenn das Signal bestätigt wird, werde ich die Long-Position nächste Woche Montag rausnehmen. Jetzt werden wir erstmal mit Sell 1% Risiko eingehen und das ist das Gegensignal. Ausführen, Short 1% und wir sind Short. Gewinnziel nehme ich hier unten mal raus, denn wir müssen brauchen jetzt Strecke. Stop Loss ist oben platziert für den Trade und dann gucken wir, ob der Markt hier im Audi Yen nochmal die Tiefspunkte erreicht. Wir haben die letzten 2 Wochen sehen wir diese blauen Kerzen und jetzt geht es wieder in diesen Trend hinein. Wir haben ja gestern mit der Gruppe gesprochen. Wo können wir mit Fibonacci letztendlich arbeiten? Wir haben hier mit der Sonne links, rechts und sehen 23, 38, 50% war es eine Korrektur. Alles in Ordnung. Jetzt gucken wir, dass der Markt auch auf Weekly-Basis, auf Wochenbasis hier nochmal Richtung Süden läuft und wir ein paar Punkte hier mitnehmen können. Ansonsten Britisch Pfund, Australdollar, Long, Stocks war Short und wir gehen rüber in die Wochenstrategie. Wochenbasis sehen wir Audi, Kanadisch, Dollar. Haben wir den Trade eingesetzt? Wir sind besser reingekommen und der Markt dreht hier erstmal für die erste Woche. Wir bleiben da etwas länger noch ja drin, wer Long noch in dem Markt ist. Hier haben wir Britisch Pfund, Schweizer Franken, Japanisch Yen. Da gibt es am Montag respektive Freitag ein Short Setup auf Wochenbasis. Wir sehen die rote Kerze. Was wir jetzt machen müssen, ist nachher nur heute morgen Abend oder Montag früh mit mir gemeinsam hier drauf drücken und dann auf Ausführen. Ja, jetzt noch nicht, weil die Kerze sich ja noch entwickelt. Euro Kanadisch Dollar haben wir getradet, ist in Gewinn gelaufen. Britisch Pfund Yen sind wir nach wie vor short, bleiben auch short. Britisch Pfund Neuseeland sind wir short, bleiben wir noch short. Und Öl sind wir short und da kommt eine Long-Kerze rein. Aber wir haben diese starke Short-Kerze, der Markt hat gedreht. Wir haben den Stop-Loss hier oben drin und werden hier auch auf Wochenbasis kein Gegensignal treten, sondern bleiben in diesem Trade in Öl. So, das war kurz der Überblick auf unsere Trades. Jetzt gehen wir rüber ins Box Trading. Und haben gestern ja mit 30 Euro begonnen und heute werden wir das Ziel auf 20 Euro nehmen. Boxlinie von für die Vola-Box heute. So. Das ist immer noch der, ich soll jetzt nicht mehr sagen, mein Hochzeitstag, sondern mein Windeltag, weil ich an dem Tag auch Windel geholt habe. Also 20 Euro, nicht 30, gehen ein bisschen runter. Die wollen wir für den ersten Vola-Box-Trade heute einsetzen. Und wo kommt die Vola-Box rein? Bei 15.666. Das heißt, wir sind bei 79. Also könnte heute direkt reinlaufen in dem Trade. Und wie viele Trades kann ich hier machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 könnte ich bis zum 8. durchziehen. Okay. Big Number auf der rechten Seite liegt bei 15.700.
Auch da platzieren wir jetzt für die YouTuber, für unseren Eröffnungstrade die Box. Auch hier gehe ich jetzt mal auf 1-Minuten-Chart, damit wir das besser sehen. Das Bild machen wir ein bisschen größer. Schauen uns mal gestern die Blue Boxen an. Wir hatten eine 13er ganz spät. Wir hatten hier eine 30er. Wir hatten hier eine 19er, eine 18er Box. Ja. Und wenn wir heute Morgen eine kleine Box kriegen sollten, unter 30, werden wir natürlich auch traden. Also Big Number bei 15.707. Geht der Kurs Richtung 33 runter, werden wir natürlich auf 15,6 verschieben. Wir haben ja noch mal ein paar Minuten. Gehen wir auf die großen Zeitebenen und fangen heute Morgen an mit dem DAX. Bitte, bitte. So, DAX auf Tagesbasis Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Ja, alles auf bis auf die ganz kurzen Zeitebene zeigt uns jetzt erstmal der Markt Richtung Süden an. Gehen wir weiter und bleiben hier bei Gold. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten Short. Gold ist Short, Öl ist Long. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long und 15 Short mittlerweile und 5 Minuten auch Short. Technologiebörse Nasdaq. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Also da wieder leichte Erholung. S&P 500, Weekly, Daily, Entschuldigung, Tagesbasis Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Dow Jones, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Okay, gehen wir runter in den Kryptos. Fangen wir an bei Bitcoin. Wieder Richtung 50.000. Daily Long bei 48.300. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long und 5 auch. Ethereum bei 3.635. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long und 5 Minuten auch Long. Okay, Gap ist geschlossen heute. Wir haben hier mehr oder weniger das Gap und wir haben aber noch ein Gap vom Montag. Ein bisschen kleiner. Das war gestern, vorgestern und hier ist das Gap. Da unten. So durchaus denkbar, dass wir da nochmal in Richtung Süden laufen. So, wir sind short in MTX-Signal, warten jetzt auf unsere Box. Bei 66 kommt sie circa rein um 9 Uhr. Wir haben jetzt noch, ja, 23 Minuten. Und los geht's. 9 Uhr und wir sehen die Vola Box bei 66, 65. Die wird jetzt aktiviert.
Big Number liegt dort bei 15.692. Der Eröffnungstrade, der erste, ist noch nicht ausgeführt. Und ich bin selber gespannt, wird es heute ein Big Number Trade sein? 92 hoch. Er muss 1,5 Punkte reinlaufen hier. Also Gap ist geschlossen jetzt offiziell. Da ist die Kurslücke. 65 liegt die Vola-Box. 65 Long und 15.650 Short. Daily Pivot, da sind wir jetzt. Aufzeichnen, wieder beginnen. Wir sind Short im ersten Trade. Big Number Trade. Short im ersten Trade, das ist offiziell der Eröffnungstrade. Gucken mal, wie es läuft. 9:12 Uhr. Daily Pivot liegt unser Gewinnziel. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Fehlt noch ein, zwei Punkte. Kurz vorm Landeanflug. So, der zweite Trade, 9:20 Uhr. Wir sind oben raus, 15.712. Jetzt schauen wir mal, ob hier auf dem Niveau Käufer reinkommen. Gewinnziel liegt bei 22. So, jetzt werde ich gerade gefragt, wieso wir nicht auf angepasst drücken, weil ich von der Regie Bescheid bekommen habe, dass ich doch bitte jetzt den Eröffnungstrade, die nächsten 8 Tage, 9 Tage bis zum tausendsten Trade keine fiese Mantente machen. Deswegen lasse ich den ersten Trade jetzt immer kurzfristig in den Gewinn laufen. Ja, ihr dürft das natürlich anders machen. Kurz vorm Landeanflug im zweiten Trade. Und wir sind raus. Das war der Eröffnungstrade, normalerweise auf angepasst, aber jetzt in den letzten Tagen in Richtung des tausendsten Handelstag lasse ich das. Wir platzieren jetzt wieder unsere Box. 15.707 gehen wir long, 15.692. Ich verabschiede mich bei den YouTubern für unser Videotagebuch. Wir hören uns wieder am Montag, weil morgen großer Verfallstag ist. Da handeln wir nicht. Und wir machen jetzt weiter im Live-Trading-Raum und gehen weiter auf die Jagd in diesem sehr, sehr ruhigen Handel.